Es war ein Traum. Dort, wo sonst nur die Sonne auf den Sand Nordafrikas brennt, entstehen gewaltige Solar- und Windkraftanlagen. Die kühne Vision, der hier produzierte Strom versorgt nicht nur die Afrikaner mit Energie. Desertec wollte ihn über lange Trassen nach Europa leiten. Ab 2050 sollte 15% des europäischen Stroms aus der Wüste stammen. Dafür wären Investitionen von 400 Milliarden Euro nötig gewesen. Die Summen waren zu groß, dazu kamen die politischen Umbrüche in der Region. Immer mehr der beteiligten Großkonzerne kamen ins Schwitzen und kehrten dem Konsortium den Rücken. Nur noch drei Unternehmen machen weiter, darunter der deutsche Energiekonzern RWE. Die drei wollen künftig arabische Staaten beim Aufbau grüner Energien beraten. So entsteht derzeit im marokkanischen Wasserstadt das größte solarthermische Kraftwerk der Welt. Den Ausbau haben die Saudis übernommen. Der Wüstenstrom bleibt also endgültig in der Wüste.